ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst in der Andreas-Gemeinde. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen euch allen an den Empfangsgeräten daheim. Hier und jetzt. Wir haben ordentlich was zu feiern. Hier und jetzt. Wir sind hier in unserem vertrauten Gemeindezentrum in der Andreas-Gemeinde. Hier und jetzt. Ihr seid daheim. Und ihr könnt ganz da sein im Hier und Jetzt und Gott ist bei euch. Und wir sind zusammen unter dem Zeichen des Kreuzes. Er ist die Schlüsselperson, um die es geht. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein sehr schönes Kreuz geschenkt bekommen. Das zeige ich euch mal kurz. Also es ist ein Kreuz und wenn man es um 90 Grad kippt, dann ist es ein Schlüssel. Eine wunderbare Symbolik, die zeigt, dass Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, dass das wirklich die entscheidenden Dinge sind. Und Jesus behält seine Schlüssel nicht für sich, sondern er hat seine Schlüssel Menschen gegeben. Und das ist der Anlass für diesen Festgottesdienst, dass wir heute sozusagen eine Schlüsselübergabe feiern. Wir begrüßen ganz besonders in unserer Mitte Matthias Hamm, der heute ordiniert wird. Und seinen Mentor Matthias Bothe. Schön, dass ihr da seid. Und Matthias Bothe wird uns gleich die Predigt halten. Und dann begrüße ich hier bei mir auf dieser wunderbaren Couch meinen Freund Ingo Bröckel und meinen Vorgesetzten im Mühlheimer Verband, den Bundesältesten für den Weser-Ems-Bund. Klasse, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Und genau, Ordination. Erklär uns mal ein bisschen, was das damit auf sich hat. Du wirst diese Ordination vornehmen als Vertreter des Mühlheimer Verbands. Erzähl uns ein bisschen was das eigentlich ist. Johannes, vielen Dank, liebe Andreas-Gemeinde, lieber Matthias und Matthias. Die Matthias-Botschaft kommt heute. Wir sind hier zusammen und ich habe so gedacht, das ist bei mir jetzt fast 25 Jahre her, diese Ordination als auch auf mich und mein Leben und nach Abschluss meiner Ausbildungszeit Älteste und Vertreter des Mühlheimer Verbandes die Hände aufgelegt haben und mich in den Dienst des Pastors sozusagen eingesegnet haben. Das war nochmal ein besonderer Abschluss. Das ist es sicherlich auch für dich, Matthias, mit diesem Gottesdienst. Und auch wenn er unter besonderen Umständen und besonderen Herausforderungen stattfindet, ist der Segen Gottes da und den sprechen wir dir gerne zu. Nach dem Studium, der Ausbildung, Praktika, Vikariat ist das ordiniert werden oder die Ordination ist ja, kommt ja aus dem Lateinischen, hat was mit Bestellung zu tun. Da kommt dieser Name her. Im geistlichen Dienst ist es verstanden als eine Weihe, ein gesendet werden, ein gesegnet werden für den Dienst. Und genau das stellt er auch bei uns im Mühlheimer Verband freikirchlich-evangelischer Gemeinden ja auch dar, dass wir dich in den geistlichen Dienst ganz offiziell als Pastor aufnehmen mit allen Rechten und Pflichten, über die wir gleich noch etwas hören werden. Die Amtsbezeichnung wird also ab jetzt sein, ich lese das mal richtig ab, damit ich es nicht falsch mache. Matthias Hamm wird Pastor im Mühlheimer Verband freikirchlich-evangelischer Gemeinden. Das gilt, solange er das Dienstverhältnis im MV einbehält, es erlischt auch das Recht der Fortführung dieser Amtsbezeichnung. Also zuallererst ist Matthias Pastor hier in der Andreasgemeinde vor Ort, aber auch Teil des Weser-Ems-Bundes, dessen Bundesältester oder Regionalleiter ich bin und natürlich dann im Schulterschluss und der Gemeinschaft mit all den Gemeinden des Mühlheimer Verbandes, von dem ich eben schon sprach. Nach der durch den Mentor und die Gemeinde ergangenen Empfehlung zur Ordination hat auch der Ältestenrat oder die Verbandsleitung die Ordination zugesprochen. Und nun lese ich das, was ich offiziell lesen muss, was jeder Pastor hört, zum Dienstprofil als Pastor unserer Freikirche. Dazu gehört, dass unter diesen Kriterien der Dienst eines ordinierten Pastors begleitet wird. Zum einen wird erwartet die Bereitschaft, sich mit diesem Dienst persönlich und öffentlich uneingeschränkt zu identifizieren. Dann gehört dazu die Bereitschaft, Gottes Wort zum Maßstab für Lehre und Leben zu machen. Es geht auch um die Dienstgemeinschaft mit allen anderen Mitarbeitenden, die wir suchen und fördern wollen. Die Anerkenntnis des Dienstes der dem Pastor zugeordneten geistlichen und übergeordneten Leitungsverantwortung. Die aktive Förderung zwischenkirchlichen Miteinanders, lokal und, wo es sich ergibt, auch
überregional. Es gehört dazu die Anerkenntnis der mit der Ordination verbundenen Pflichten, insbesondere der seelsorgerlichen Schweigepflicht. Ein Pastor hat über alles, was ihm in seiner Amtszeit und in seiner Eigenschaft als Pastor und Seelsorger anvertraut wird, zu schweigen. Wird er von demjenigen, der sich ihm anvertraut hat, von der Schweigepflicht entbunden, so hat er dennoch sorgfältig zu prüfen, ob und inwieweit er Aussagen oder Mitteilungen verantworten kann. Dieses sogenannte Beichtgeheimnis ist gegenüber jedermann zu wahren. Und als letztes die Ordination. Mit ihr verbinden wir eine Berufung für den geistlichen Dienst, der Evangeliumsverkündigung, aber auch der Gemeinschaft mit allen anderen Diensten, die in einer Gemeinde ebenso wichtig sind. Der Pastor hebt sich durch die Ordination nicht über andere Dienste in Bezug auf seine Wichtigkeit hinweg, sondern versteht sich mit dem anderen in einem besonderen Dienstauftrag. Und er ist in der Gemeinschaft der anderen Dienste auszuüben und zu verstehen und zum Segen im Rahmen der Begabung natürlich der persönlichen einzubringen. So viel erstmal so aktuell und offiziell zu dem, was wir heute hier mit der Ordination auch als Müllermer Verband verbinden. Vielen Dank, Inko. Ich muss jetzt noch mal ein paar spezielle Grüße loswerden. Und zwar ein Gruß geht richtig an einen anderen Teil unseres Planeten. Bonjour, saludo aos amigos que assisten essa celebração no Brasil, Uruguay e Paraguay. Moi. Da ist es jetzt, glaube ich, 6.30 Uhr oder so. Super, lasst euch den Kaffee schmecken. Toll, dass ihr dabei seid. Was für ein Geschenk. Es ist für uns alle merkwürdig, Gottesdienste auf diese Art und Weise zu feiern. Aber irgendwie ist es toll auch, dass wir durch diese Möglichkeiten der Technik weltweit als Gemeinde miteinander verbunden sein können. Herzliche Grüße also nach Südamerika. Dann möchte ich Geburtstagskinder begrüßen. Bettina Landwehr hat heute Geburtstag. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Gestern hatten Helmut Becker Geburtstag. Unser Gemeindesenior, 88 Jahre ist er geworden. Ganz herzliche Grüße an dich, Helmut. Und an dich, Katrin Teper. Du hattest auch gestern Geburtstag. Und Adelheid Benker. Gott segne euch für euer neues Lebensjahr. Zwei Hinweise, zweieinhalb. Heute ab 12 Uhr hat wieder unser Online-Café geöffnet. Also auf unserer Internetseite andreas-gemeinde.net/online-café. Wenn ihr dem Link folgt, dann könnt ihr an virtuellen Tischen zu bestimmten Themen euch unterhalten. Ganz herzliche Einladung dazu. Ganz herzliche Einladung schon jetzt auch zum Gottesdienst nächste Woche am 10. Mai. Denn dort wird Matthias seine letzte Predigt schon bei uns halten. Dann nicht mehr als Vikar, sondern als Pastor im Mühlheimer Verband. Wir freuen uns drauf. Genau, seid zahlreich dabei in einer Woche. Nach Woche drauf, dann am 17.05. schon mal eine Vorschau. Da werden wir einen Familiengottesdienst von hier aus übertragen. Genau, so viel mal. Jetzt möchte ich ein Gebet für diesen Gottesdienst sprechen. Jesus, wir ehren dich und wir danken dir. Du bist unser Schlüsselträger, du bist unsere Schlüsselperson. Du kannst wie kein anderer Herzen aufschließen, was ganz verborgen ist, was keiner sieht. Und wir laden dich ein, das zu tun unter uns, bei allen, die wir jetzt so virtuell miteinander verknüpft sind. Wir beten, dass du unsere Herzen aufschließt, dass du unsere Herzen aufschließt. Und wir danken dir für diesen Anlass der Schlüsselübergabe an Matthias und wir beten, dass du ganz besonders heute zu ihm sprichst und ihn segnest. Amen. Amen. Wir singen miteinander ein Lied vor der Predigt. Möchtest doch in alle Lande gehen.
Ehre, eine Freude, hier in der Andreasgemeinde zu sein, bei der Ordination von Matthias. Wie ihr wisst, ich heiße auch Matthias, ich bin Pastor in Westdeutschland und ich habe eine Frau, die heißt Vanessa. Also, Matthias und Vanessa, das hat wahrscheinlich was. Preis den Herrn. Ich würde gerne lesen aus einer Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 18. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige, Johannes der Täufer. Johannes, Euhus hat ja auch ein bisschen einen Look mit seinem Bart. Andere aber, Elia. Und andere wieder, Jeremia oder einer der Propheten. Und er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Todes werden sie nicht überwältigen. Amen. Fantastisch. Ein gigantisches Wort, leider sagt keine Amen hier, aber ich stelle es mir einfach vor, dass du vor dem Computer sitzt und dich mitfreust. Es ist gigantisch gut, was hier gerade vor unseren Augen passiert, vor unseren inneren Augen. Da ist Jesus, der mit seinen Jüngern dort ist und sie fragt: Wer bin ich? Was sagt ihr? Was sagen die Menschen? Was sagt ihr? Und da spricht Simon Petrus durch eine Offenbarung Gottes, durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes und sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist etwas, was sich niemand ausdenken konnte. Das, was niemand verstehen konnte. Eigentlich geht es in dieser Bibelstelle um zwei große Offenbarungen. Erste Offenbarung: Wer ist Jesus? Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und um das zu erkennen, brauchen wir Gott, um das zu verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Er ist der Christus. Er ist der Messias, der Verheißene. Er ist der Gottes Sohn, der auf die Erde kam, Mensch wurde und am Ende seines Lebens an das Kreuz ging. Er wurde gefoltert und ist gestorben und hat dort unseren Platz eingenommen. Und jetzt hat er den Platz mit uns getauscht und wir haben jetzt Freiheit, können Kinder Gottes werden. Wir können sitzen, sein in der Gegenwart Gottes, Kinder Gottes werden. Das hat Jesus getan. Er ist der Christus, er ist der Herr, er ist der Erretter. Halleluja. Und er ist nicht nur das, sondern, und das sagt ja Petrus, geoffenbart durch den Heiligen Geist, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Oder in Kolosser 1, Vers 15, da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn du wissen willst, wie der unsichtbare Gott ist, schau auf Jesus. Und Jesus zeigt dir, wie der Vater ist. Er ist sein Sohn, er ist sein Fleisch und Blut. Er ist Fleisch gewordenes Wort Gottes. Wenn wir hören, Wort Gottes, Gott, das ist so ungreifbar, so unendlich unsichtbar. Aber wenn wir Jesus sehen, dann haben wir etwas zum Anfassen, etwas, was vor unseren Augen lebt. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dieser Offenbarung baut er seine Gemeinde. Das ist das Fundament von jedem von uns, um in die Gegenwart Gottes einzutreten, ewiges Leben zu empfangen. Das ist die Offenbarung der Offenbarungen. Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und Jesus spricht über sich selbst und sagt: Ich bin die Tür und ich bin nur durch mich könnt ihr eintreten in das Himmelreich oder an einer anderen Stelle. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist es.
Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang aller Dinge und er ist das Ziel aller Dinge, das Ende. Er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Er ist alles, alles. Und es heißt im Kolosser ja auch, alles ist durch ihn erschaffen. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Er war vor allem und alles besteht durch ihn. Das ist Jesus, das ist unser Christus. Den wir lieben und dem wir nachfolgen. Und es ist mehr als ein schöner Gedanke, den sich Menschen mal ausgedacht haben. Er lebt, er ist lebendig, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er lebt heute noch. Es gibt eine wunderbare Stelle im Psalm 115 in den Versen 4 bis 7. Dort wird gesprochen über den Unterschied von unserem lebendigen Gott und den Götzen, die Menschen zu dienen, auf die sie vertrauen. Dort heißt es, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, sie hören aber nicht. Eine Nase haben sie, reden aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht. Füße gehen aber nicht und keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Es sind tote Bilder, aber unser Gott ist anders. Das heißt, er schuf uns Menschen in seinem Ebenbild und wir haben Augen, weil er Augen hat. Und wir können fühlen, weil er fühlen kann. Und wir können reden, weil er redet. Er lebt. Er ist ein lebendiger Gott bis heute. Halleluja. Und das ist Jesus. Das ist unser Christus. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und Gott offenbart sich uns Menschen heute immer noch, so wie er sich damals Simon Petrus geoffenbart hat. Das tut er heute durch den Heiligen Geist und dafür benutzt er Menschen. Er benutzt die Predigt, das Wort, was wir sprechen. Er benutzt die Bibel, die so viele Menschen lesen können. Er benutzt es, dass wir beten können, reden können zu ihm. Und durch diese Dinge zeigt er sich uns und begegnet uns und berührt uns. Wow, preist den Herrn, das ist fantastisch. Es heißt in Epheser 1, Vers 17, dass da betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus und er betet um den Geist der Offenbarung. Er betet für die Gemeinde, dass sie Offenbarung empfangen mögen, weil wenn wir erkennen, wer er ist, wie er ist, es wird unsere Leben vollkommen auf den Kopf stellen. Es wird uns Liebe erwecken und Perspektive und Sinn und Wert geben. Halleluja. Wenn Gott sich uns offenbart, bringt es Leben, bringt es Freude. Oh, preist den Herrn. Das heißt in Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und diese Offenbarung, das, was Gott uns gibt, das ist wie Kraftstoff, das das Auto fahren lässt. Das ist wie Nahrung, was uns Kraft gibt, weiterzugehen. Wir brauchen es. Wir brauchen es zu hören von ihm, ihm zu begegnen, bei ihm zu sein. Und es heißt, Jesus selbst sagt, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung Gottes und das wünsche ich dir so sehr und das wünsche ich uns allen, dass wir Suchende sind, weil er uns verspricht, dass wir ihn finden werden. Und Matthias, ich wünsche dir das so. Bleib ein Suchender. Und Jesus sagt, du wirst ihn finden, mehr und mehr. Und Offenbarung wird zunehmen. Halleluja. Also, zwei Offenbarungen, die in diesem Text sind. Die erste Offenbarung, wer ist Jesus? Aber es gibt noch eine zweite Offenbarung. Und das lesen wir in Vers 18. Dort spricht Jesus zu Simon und sagt, du bist Petrus. Du heißt nicht mehr Simon, sondern du hast in echt einen anderen Namen bei mir. Du heißt Petrus, Felsen, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Die erste Offenbarung ist, wer ist Jesus? Die zweite Offenbarung ist, wer bin ich? Wer bin ich? Und das offenbart Jesus dem Simon hier. Wer bist du? Halleluja, es ist eine geistliche Offenbarung. Ich glaube von ganzem Herzen auf eine Person,
die weiß, wer sie in Christus ist, auf so einer Person kann er Gemeinde bauen und wird Jesus Gemeinde bauen. Das tut er durch den Heiligen Geist. Nicht nur durch das, was wir können, nicht nur durch das, was wir gelernt haben, sondern durch das, was wir in ihm sind, durch Christus in mir, denn durch Christus vermag ich alles, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, Jesus. Durch ihn. Und wenn wir erkennen, wer wir sind in ihm, dass Christus in mir lebt, wenn ich erkenne, dass ich seine Worte sprechen darf, seine Taten tun darf, dass nicht ich es bin, der Menschen gesund macht, sondern ich bin nur die Hand und er wirkt durch mich, dann kann Gott alles tun durch so einen Menschen. Halleluja. Gott gibt uns einen neuen Namen. Und das Interessante ist, er gibt uns einen neuen Namen nicht auf dem, was wir geleistet haben in der Vergangenheit, sondern aufgrund unserer Berufung. Simon wird gesagt, Petrus, weil ich werde auf dich bauen. Diese Gemeinde heißt Andreas Gemeinde. Andreas war der, der andere Menschen zu Jesus brachte. Aber ihr habt euch diesen Namen empfangen, als ihr noch niemanden zu Jesus geführt habt. Es war aber eine Berufung, etwas, was Gott hineingesprochen hat. Ihr werdet Andreasse sein. Und durch euch haben so viele Menschen schon Jesus kennengelernt. Und es werden noch mehr werden. Ihr habt diesen Namen empfangen, bevor ihr etwas getan habt. Es ist Berufung. Saulus wurde Paulus genannt am Anfang, als er noch nichts getan hat. Abraham wurde Abraham genannt, Vater vieler Völker, ehe er ein Kind hatte. So ist Gott. Er beruft uns nicht auf dem, was wir getan haben, sondern auf dem, was er sieht in uns und was vor uns liegt. Preist den Herrn. Fantastisch. Gott sieht uns anders, als wir uns selbst sehen. Das stimmt. Gott sieht ein Bild in der Zukunft. Simon Petrus, der Fels, hat Jesus trotzdem verraten später, auch als er seinen neuen Namen hatte. Aber obwohl Petrus versagt hat, hat Gott nicht die Berufung von seinem Leben weggenommen, sondern es war ein nötiger Schritt vielleicht, möge es so sein, auf dem Weg zu dem, der er sein würde. Er ist der Fels, er würde der Fels sein, selbst wenn er noch ein bisschen Struggle hat auf dem Weg. Das ist so. Gott sieht schon das Bild der Zukunft. Und es ist ja nicht so, das habe ich gesagt, dass wir eine Berufung empfangen oder eine Vision empfangen, weil wir etwas getan haben, sondern im Gegenteil, die Berufung Gottes auf unserem Leben, die soll uns verändern. Die soll uns Kraft geben. Die Vision, die Gott uns schenkt, die soll uns zu diesen Menschen machen, durch die Gott etwas tun möchte. Wenn Gott uns seine Gedanken offenbart, verändert es uns. Wenn Gott uns zeigt, was er tun kann und tun will, dann bringt es uns dahin, dass wir unsere Zeit anders investieren, unsere Kraft anders investieren, dass wir andere Menschen werden. Preist den Herrn. Berufung ist keine Belohnung für unseren Erfolg und Lebenswandel, sondern es soll uns Kraft geben. Der Heilige Geist und die Geistesgaben sind keine Belohnung für das, was wir getan haben, sondern sie sind Kraft aus der Höhe, damit wir tun können, was er möchte. Deswegen bekommen wir am Anfang Berufung, Vision, Heiliger Geist, Gaben, das, was wir brauchen, nicht als ein Abzeichen, sondern es ist vielmehr eine Verpflichtung. Eine Berufung zu empfangen ist eine Verpflichtung, etwas damit zu tun. So wie Jesus davon spricht, dass da ein Hausherr war und er gab Geld, Talente an verschiedene Leute. Und es war eine Ehre, ei, ich traue dir zu, mit 5 Talenten umzugehen, fantastisch. Aber es war eine Verpflichtung, mach etwas mit diesen Talenten. Matthias, deine Berufung ist offenbar und es ist eine Gnade Gottes, keine Auszeichnung für das, was du getan hast. Es ist eine Verpflichtung für das, was vor dir liegt. Aber ich glaube dran, lauf diesen Lauf. Gott ist mit dir und wird wunderbare Dinge tun durch dich. Amen, Amen. Super, fantastisch. Eine Wahrheit ist auch, wir sind alle ergänzungsbedürftig. Gott will nicht den perfekten Menschen. Gott hat gesagt am Anfang, er schuf den Menschen als Mann und Frau zur Ergänzung.
Als da nur einer war, fehlte etwas. Es brauchte einen Partner, Halleluja. Aber es ist mehr als eine Ehe, es ist ein Prinzip von Gemeinde. Es gibt Menschen, die haben Gaben. Es gibt Menschen, die können etwas tun. Und jeder von uns, egal wie groß und klein deine Berufung ist, du brauchst Ergänzung, Matthias, du brauchst Ergänzung, aber gleichzeitig ist auch jeder Mensch ein Ergänzer. Du hast etwas, was fehlt. Und genauso hat jeder, hast du auch etwas, was fehlt. Und du bist etwas, was an jemand, der andere ausfüllen kann, das, was der Gruppe oder den anderen fehlt. Wir dürfen uns sicher sein, wir brauchen Ergänzung und wir sind die, durch die Gott andere ergänzen möchte. Preist den Herrn. Ich möchte gern noch ein paar Sätze zu Matthias sagen. Ich freue mich, ich bin geehrt, dass ich dein Ausbildungsmentor sein durfte und dein Freund bleiben darf, auch in der Zukunft. Und ich glaube von Herzen, du hast eine Berufung Gottes. Du hast Gnade auf deinem Leben, du hast Gaben auf deinem Leben und ich will dir zurufen, laufe den Lauf. Und er war nicht einfach und ich verspreche dir, er wird nicht einfach, aber kämpfe den guten Kampf. Und der gute Kampf ist zuerst mit deinem Herzen, mit dir selbst. Den Kampf musst du kämpfen und den wirst du kämpfen und ich glaube, du wirst siegreich kämpfen und du wirst kämpfen, um das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lerne weiter, wachse weiter, hör niemals auf und Gott wird mit dir sein. Sei treu zu der Berufung, die Gott dir gegeben hat. Du hast sie empfangen, geh mit ihr, geh mit dieser Berufung. Habe ein weiches Herz für Gott und für Menschen alle Zeit, dass Gott dich führen darf, dass Gott zu dir sprechen darf und du wirst merken, wie Gott dich lenkt und wie Gott dich führt. Und strebe danach das größte Gebot, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Strebe danach. Gott wird mit dir sein. Und selbst wenn es mal Tage gibt, wo, das schwierig ist, kennt dann natürlich niemand, aber das ist menschlich, das ist okay. Geh weiter, mach weiter, strebe und kämpfe danach. Und ich wünsche euch auch jetzt schon zukünftig als Familie, Halleluja, möge das bald sein, ich darf das ja sagen. Ich wünsche dir viel Gnade dem, was vor dir liegt, neue Dienststelle, neue Lebensabschnitte, die jetzt vor dir sind. Vertraue auf Gott und geh mit ihm und Gott wird mit euch sein. Man sieht die Hand Gottes auf euren Leben. Ich möchte gerne beten zum Ende und dann werden wir weitergehen. Danke, Herr Jesus, wir ehren dich. Wir danken dir, dass du dich uns offenbarst als der, der du bist, als der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich bete, dass du die Andreas-Gemeinde segnest mit dieser Offenbarung, dass viele Menschen durch sie hindurch das erleben. Herr, und auch, dass du uns zeigst, an unseren Namen rufst, dass du Berufung festmachst in unserem Leben. Da bitten wir dich, dass du uns in dieser Zeit stärkst, dass du uns Gnade gibst, voranzugehen und danken dir, dass du treu bist und mit uns gehst. Wir ehren dich und sagen, wir lieben dich. Amen. Amen.
das Licht der Gerechtigkeit scheint. Alle Ehre, König Jesus, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Lieber Matthias, für deinen Dienst in unserer Freikirche wünsche ich dir von Herzen, von ganzem Herzen, wie wir eben in der Predigt auch gehört haben, die Fülle des Heiligen Geistes, der dich in alle Wahrheit führt, die Kraft, die in ihm ist und dass du dir stets bewusst bist, dass du einen Gott hast, der dich liebt, der dir gnädig ist, der barmherzig und geduldig ist und treu mit dir umgeht. Für alles, gar nicht so sehr nur für den Dienst, geht es ja immer darum, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unsere Nächsten wie uns selbst, dass die Liebe Gottes dich treibt, das Geliebtsein durch Gott und die Liebe Gottes selbst. Pastoren haben einen faszinierenden Beruf, wie ich finde, auch einen, den ich nie empfehlen würde, wenn es nicht eine Berufung vorliegen würde. Aber es ist ein faszinierender Beruf. In den Höhen und Tiefen des Lebens stehen wir Menschen zur Seite, sind so immer am Puls dessen, wo Leben stattfindet, in ganz positiver, aber auch in schwierigen Phasen, wo es kräftig pulsiert. Uns ist eine einzigartige Botschaft anvertraut, auch davon haben wir gehört, eine Botschaft, die Menschen befreit, die Menschen tröstet, die Menschen zu ihrem eigentlichen Sinn führt und Zukunft weist. Im Wesentlichen sind die Fragen des Menschen dein und unser aller pastoraler Arbeitsfeld und wer Christus nachfolgt und ihm dient und in dieser besonderen Beauftragung dient, der darf damit rechnen, dass Gott zur Seite steht. In Zweifeln, in Anfechtungen, die ja auch wir als Vollzeitler kennen, in Enttäuschung, in Herausforderungen unseres Lebens, auch in deinem und meinem Leben,
dürfen wir das wissen, dass unsere Erkenntnis nur Stückwerk ist. Und darum brauchen wir Gott und seinen Zuspruch. Wir stehen auch bei Fragen manchmal ahnungslos davor. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass Gott dir einen festen Glauben schenkt, ein seelsorgerliches Herz, Geduld auch mit dir selbst und immer wieder auch die Ermutigung, die du brauchst, um andere ermutigen zu können, um dich immer wieder auch zu entdecken mit deinem Gabenprofil, mit dem, was Gott ganz persönlich auch in dich hineingelegt hat und in deine Beauftragung, die du dann einbringst zum Bau seines Reiches im Schulterschluss mit all den anderen Vollzeitlern und Ehrenamtlern, auch da in die Gemeindesituation, in die Gott dich hineinführt. Darum möchte ich dir das so ans Herz legen. Lebe du glaubwürdig als ein Diener unseres Herrn und diene ihm. Und das höchste Ziel sollte sein, ihm zu gefallen. Ein paar Bibelverse wollen wir dir gleich noch mit auf den Weg geben, die uns als Mühlheimer Verband wichtig sind für unsere Pastoren. Aber ganz persönlich, beim Beten für dich ist mir ein Bibelwort gekommen, das ich dir gerne zusprechen möchte, aus dem Psalm 16, Vers 11. Da heißt es: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude, die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Möge das deine ganz persönliche und eure Erfahrung werden als Ehepaar und Familie, egal wo Gott euch hinstellt, dass du weißt, der Weg zum Leben wird durch Gott gewiesen und er wird dir ungetrübtes Glück und Freude die Fülle schenken. Die ist nur bei ihm zu finden. Ein paar Verse, ich habe es schon angekündigt, die wir allen Pastoren weitergeben, und ich darf dich vielleicht bitten, jetzt mal hier zu mir zu kommen, und auch die Vertreter des Mühlheimer Verbandes und der Andreasgemeinde, Pastor Matthias Bothe und Johannes Euhus als Hauspastor, als leitender Pastor hier in der Andreasgemeinde, darf ich dazu bitten. Wir wollen gleich für dich beten, Matthias, und dir den Segen Gottes zusprechen. Genau. So passt das, glaube ich. Lieber Matthias, jetzt wird's offiziell. Unser Herr Jesus Christus beruft und beauftragt seine Jünger. So lesen wir in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und da kommt noch ein Zuschlag, und siehe, sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2 und Vers 5, verkündige das Wort Gottes, halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht, in aller Geduld und mit aller guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Du sollst dir aber in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen, und erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Noch so ein Wort von einem pastoralen Herzen im Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 2, im 1. heißt es: Weide die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schädlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Der Name Pastor hat ja was mit Hirte und den Schafen, die einem folgen, und der Herde zu tun. Und noch ein letztes Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1. Das mit der Liebe, genau. Wenn ich mit Engels und Menschenzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. An der Liebe werden wir erkannt. Die Liebe Gottes soll und darf durch uns hindurch fließen. Und jetzt kommen die Ordinationsfragen, die ganz offiziell, ich bitte die Gemeinde jetzt auch aufzustehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich an den Übertragungsorten macht, aber es ist ein wichtiger, ein heiliger Moment, den wir ernst nehmen wollen. So frage ich dich, lieber Matthias, in der Gegenwart unseres gemeinsamen Herrn und in Anwesenheit all der Zeugen und Mitordinierenden und der ganzen Gemeinde. Bist du bereit, dich in den Dienst Jesu Christi, unseres Herrn, als sein Zeuge und Bote rufen zu lassen?
Bist du bereit, als Verkündiger und Hirte in der Gemeinde Jesu treu und gewissenhaft allein zur Ehre Gottes und zum Besten seines Werkes zu dienen? Willst du das volle Evangelium in Anerkennung der ganzen Heiligen Schrift als Wort Gottes verkündigen und als Grundlage deines Dienstes machen? Bist du bereit, diesen Dienst in unserem Mühlhammer Verband als einer der Gliedkirchen des Gesamtleibes Jesu Christi zu tun? Wenn du das alles von Herzen willst, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Amen. So gebe der Herr dir Kraft, dieses Versprechen zu halten. Einen lieben Dank. Jesus Christus spricht, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und so sendet er dich. Und Paulus sagt es den Christen in der Stadt Kolossee, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gott soll die Ehre bekommen. Und jetzt wollen wir für dich beten und auch an den Übertragungsorten, ihr als Gemeinde, betet mit, segnet mit, sprecht einen Amen im Namen des Herrn aus. Wir beten. Danke, Herr Jesus, wir ehren dich. Unser Vater, wir danken dir, dass du Matthias erwählt, berufen hast, dass er Ja gesagt hat, Herr, und jetzt Ja gesagt hat zu diesem Dienst, Herr, vor dir. Und wir segnen ihn, Herr, in deinem Namen, bitten dich, dass du ihn stärkst in seinem persönlichen Leben, Herr, mit den Kämpfen, in denen er steht, mit seinen Entscheidungen, die er treffen muss. Herr, wir beten für seine Verlobte und für dieses alles, was vor ihnen liegt als gemeinsamer Weg. Wir bitten dich, führe sie, stärke sie, bewahre sie in deiner Hand und dass sie fruchtbar sind in jeder Hinsicht. Wir danken dir für Gnade auf Matthias' Leben, segnen ihn in deinem Namen. Amen. Amen. Der Segen des Vaters komme auf dich, Matthias. Seine Kraft zu dem Dienst, zu dem er dich berufen hat. Ich segne im Namen unseres Herrn, im Namen unseres Schlüsselträgers, segne ich dich und die Gabe, die in dir liegt, die Kraft, die auf dir ruht. Ich bete, dass sie zur vollen Blüte kommt. Ich bete, dass das Reden des Geistes und das segnende Reden des Vaters laut und kräftig ist im Herzen von Matthias und auch klar ist. Herr, es gab Widerspruch und es wird Widerspruch geben, es gab Zuspruch, es wird Zuspruch geben. Menschen sagen dies und Menschen sagen das. Jesus, wir danken dir, du bist immer ganz, ganz klar. Und ich bete, dass diese Stimme des Geistes und des Vaters laut und klar ist im Herzen von Matthias. Amen. Amen. Und gemeinsam mit den Brüdern und Schwestern des Mühlhammer Verbandes, mit der Verbandsleitung, mit den Menschen, die dir auch hier in dieser Gemeinde nahestehen und standen in den letzten Jahren und die dir Gutes wünschen, wollen wir dir den Segen zusprechen, diesen alten Segen, der sich neu bewahrheiten möge. Der Herr, der allmächtige Gott, der dich geschaffen und gerufen hat, der segne dich und behüte dich, Matthias. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig und deinem Dienst und deinem Wirken als Pastor. Er, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seine Freude und seinen Frieden. Amen. 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 Jetzt darf ich dir im Auftrag des Mühlhammer Verbandes Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden, ich gehe mal einmal nah dran, damit es alle mal gesehen haben, diese Urkunde und auch deinen Dienstausweis überreichen. Lächelt er, darauf wartet er nämlich. Sie glänzt, vielleicht bringst du sie auch unter besonderen Schutz. Ich darf dir die Hand nicht schütteln heute, aber du fühlst dich brüderlich umarmt und geküsst. Und auch dein Ausweis, der ist desinfiziert. Segen und ja, viel, viel Gutes für das, was jetzt in der Zukunft liegt für dich. Herzlichen Dank. Willkommen in unserer Gemeinschaft. Ja, wir wollen jetzt in eine gemeinsame Lobpreiszeit starten und wir fangen an mit dem Lied Der Herr segne dich. Ein Lied, was wir Matthias zusingen können, jetzt noch nach dem Gebet, also ein Segensgebet in gesungener Form, das genauso natürlich auch für jeden gilt, der mit Gott im Bunde ist und der ihm folgen will. Der Herr segne dich und behüte dich. Und dann geht es mit zwei Liedern weiter, bevor wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Thank you.
dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir.
wir danken dir, dass du hier bist. Auch wenn wir, die wir jetzt hier mitmachen, nicht alle an einem Ort sein können. Du bist der, der uns verbindet. Und du bist der, von dem wir so viel erwarten dürfen. Du bist Jesus Christus, Gottes Sohn, dir ist gegeben alle Macht auf der Erde und im Himmel. Und wir danken dir, Herr, dass du jeden von uns begleitest und dass du genauso auch Matthias begleitest. Bei allem, was noch vor ihm liegt. Ingo hat es vorhin gesagt, es wird nicht nur einfach sein, es wird nicht nur leicht sein. Es wird schöne Zeiten geben und es wird genauso schwere Zeiten geben. Und in allen diesen Zeiten braucht er dich. In all diesen Zeiten brauchen wir dich. Und wir dürfen immer wieder erleben, Herr, dass du der eine bist, der Wunder tut. Der eine, der die Blinden heilt, er ist jetzt hier direkt von mir. Er ist jetzt hier direkt von mir. Der eine, der die Tauben heilt, er stillt nun jede Angst in mir. Er stillt nun jede Angst in mir. Ja, ich glaub an dich, ja, ich glaub an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaub an dich, ja, ich glaub an dich, unseren Gott, der Wunder tut. Eine, dem es möglich ist, er schaut mich an, er macht mich heil, er schaut mich an und macht mich heil. Thank you.
tut. Ja, ich glaub an dich. Ja, ich glaub an dich. Unseren Gott, der Wunder tut. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Genau, ihr könnt schon mal Traubensaft und Brot daheim euch zurechtrücken. Wir denken im Abendmahl über dieses größte aller Wunder nach. Und es wird im Abendmahl auf eine geheimnisvolle Art und Weise real und wirksam. Wir nehmen gleich ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft in uns auf. Das ist etwas ganz Reales, Physisches, was wir tun. Aber noch wirklicher ist die Gegenwart Jesu in uns. Und ich lade alle ganz herzlich ein. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt vorm Empfangsgerät und hat kein Brot und Traubensaft gerade bereit, aber du kannst etwas tun, was noch viel wirkungsvoller ist. Du kannst Christus in dich aufnehmen. Das tust du im Gebet. Und während wir alle anderen jetzt das Abendmahl feiern, kannst du das tun, kannst einfach Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Und wir anderen, die wir jetzt Brot und Traubensaft bereitet haben, wir denken darüber nach und wir danken Gott und wir jubeln und wir freuen uns, dass er in uns lebt. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er Brot. Er dankte Gott, er brach es. Und er sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und es tut im Andenken an mein Leiden und Sterben für euch. Ihr nehmt jetzt das Brot Christi Leib für euch gegeben. In gleicher Weise nahm Jesus den Kelch nach dem Abendmahl, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und das tut, so oft ihr daraus trinkt, im Andenken an mein Leiden und Sterben für euch. Nehmt den Kelch, Christi Blut für dich, für euch vergossen. Jesus, wir danken dir sehr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, dein Leib gegeben hast, dein Blut vergossen hast. Und wir danken dir, dass das nicht einfach nur ja, ein vergebliches Opfer einfach war, das so für sich steht, sondern du hast in dem Moment eine ganz große, gewaltige Umbuchung vorgenommen, Herr. Und all das, was dir gehört, was du genießt, wer du bist, das hast du
allen Menschen geschenkt, die an dich glauben, sich zu dir bekennen. Jesus, wir danken dir, dass du dich für uns gegeben hast. Amen. Ich bitte jetzt unseren Bundesältesten, Pastor Ingo Bröckel, den Segen zu sprechen. Und nach dem Segen werden wir unser gemeinsames Segenslied singen, das Damaris Wir komponiert hat. Und anschließend wird der Ordinierte noch kurz ein Wort an uns richten. Also bleibt dran, Ingo. Wir beten. Von Herzen sagen wir noch einmal Dank für deine große Liebe in unserem Leben. Und nichts anderes soll uns antreiben und soll uns voranbringen und uns in unserem Dienst, in unserer Nachfolge motivieren. Danke, dass wir beten dürfen zu einem Vater im Himmel, der es gut mit uns meint. Und das wollen wir tun mit den Worten, die der Herr Jesus Christus selbst uns gelehrt hat. Und wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in seinem Frieden, in seiner Hoffnung und seiner Freude in diesen besonderen Zeiten. Und seid als Licht in der Welt ansteckend, im positiven Sinne. Amen. Nimm dich, Jesus, in den Blick. Glaube wie ein
Ja, ich bin ganz überwältigt und sehr glücklich, dass wir in diesen Zeiten, den Corona-Zeiten, diesen wunderschönen Gottesdienst miteinander feiern können. Und ja, so viele haben hier mitgewirkt, dass das klappen und funktionieren konnte im Hintergrund. Ich möchte mich ganz herzlich bei Stefan bedanken, der vor 2 Tagen Geburtstag hat. Nochmal herzlichen Glückwunsch hier von meiner Seite an Martin und an Thomas. Die sieht man immer im Hintergrund nicht. Natürlich an das liebe Lobpreisteam. Johannes, der alles organisiert hat im Hintergrund. Und 2 Pastoren, Bundesälteste, die aus verschiedensten Bundesländern angereist sind. Ja, vielen Dank, dass ihr diesen Tag möglich gemacht habt, der mir so besonders ist, der mir jetzt schon so ein Segen und wirklich eine große Freude ist. Ja, ich bin ganz, ganz überwältigt und ich sehe auch ja, diese schönen Möglichkeiten, ja, also die Vorteile sogar in dieser Zeit. Ich darf auch all meine Geschwister in den verschiedenen Bundesländern begrüßen. Die konnten jetzt nicht anreisen wegen all der Beschränkungen, aber sie verfolgen den Gottesdienst im Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Auch an meine lieben Onkel und Tanten in Uruguay, Paraguay und Brasilien. Und Oma und Opa, ich bin sehr dankbar, ich bin sehr glücklich. Ja, Matthias Bothe, mein Mentor, kam noch auf mich zu und sagte, hat noch einen Vorteil, Matthias, du wirst den Ordinationsgottesdienst immer für dich haben. Du wirst ihn immer wieder anschauen können. immer mal wieder anschauen. Das ist was ganz Besonderes, der ist auf Video aufgenommen. Ja, trotzdem hätte ich natürlich sehr gerne noch ihn mit dir gefeiert. Ich habe so viele Freunde in der Andreasgemeinde gewonnen, so viele ganz tollen Weggefährten und ja, es hätte mir was ganz Besonderes bedeutet, euch jetzt zu umarmen, ja, einfach noch mit euch zu feiern. Aber wir holen das nach, da bin ich ganz sicher, wir werden das nachholen und ja, die Zeit der Umarmung wird auch wieder kommen. Und ja, vielen Dank, ich bin ganz überwältigt und vielen Dank, dass ihr mir alle hier zusammen so zum Segen wurdet. Danke. Genau, noch ein Gruß an die Südhalbkugel. Deus abeng solvus seis todos. Okay, und jetzt Matthias. So, wo darf ich denn stehen? Hier so in etwa? Ja. Genau, ich bin hier als Vertreter von der Stammleitung vom Royal Ranger Stamm und natürlich vom ganzen Stamm auch. Wir wären eigentlich mit viel mehr hier, wobei ich und ein paar andere wären tatsächlich eigentlich nicht hier. Wir hätten jetzt ein Camp gehabt, was natürlich abgesagt wurde. Ja, aber ich bin als Vertreter jetzt hier, um dir zu danken. Zu danken von der Stammleitung, aber auch vom Stamm für die Zeit, die wir hatten, für viele, viele Aktionen. Wir waren viel unterwegs, wir waren auf Camps, wir haben so viele Stammtreffs gehabt, du hast in so viele Teamtreffs reingeschnuppert. Wir haben ausdauernde und lange Mitarbeiterbesprechungen gehabt, die du aber immer gut strukturiert hast. Und wir wollen dir echt Danke sagen, dass du immer mit Herzen dabei bist. Und das ist wirklich das, was dich auch auszeichnet, dass du mit ganzem Herzen immer dabei bist, deine ganze Zeit da reinsteckst und dass man einfach ja, weiß, du stehst im Glauben und das ist das, was über allem steht. Wir danken dir dafür. Wir haben dir was mitgebracht. Wir haben überlegt, was kann man dem denn schenken? Und wir versuchen das mal eben so ein bisschen hier. Du kannst hier mal so ein bisschen dran ziehen. Da dran ziehst du mal. Ja, Moment. Eigentlich müsste das so. Zieh mal so ein bisschen. So. So. Dann halten wir auch den Abstand. So. Das geht noch ein bisschen weiter. So. Genau. Das ist eine Hängematte. Und wir haben gedacht, eine Hängematte ist vielleicht eine tolle Sache für dich, denn die Hängematte ist ja auch ein Sinnbild für einiges. Und zwar kannst du diese Hängematte anknüpfen an einen Baum. Und das wünschen wir dir, dass du anknüpfen kannst, nämlich an neue Beziehungen, an neue Freundschaften, dass du anknüpfen kannst an eine neue Stelle, dass du weiter anknüpfen kannst an Vanessa. Und ja, wir wünschen einfach, dass dich das begleitet. Und was du angeknüpft hast, da wünschen wir dir, dass du ja, dich reinhängen kannst, wie in diese Hängematte, in neue Beziehungen reingeben kannst, in eine neue Stelle reingeben kannst. Aber, und das ist diese Hängematte auch, dass du das entspannt auch sehen kannst. Und das soll diese Hängematte bringen. Die Hängematte hat noch was Besonderes. Sie hat einen besonderen Schutz dabei, nämlich einen Moskitoschutz. Und den Schutz, den wünschen wir eigentlich über alles, nämlich Gottes Schutz und Gottes Segen. Amen, Halleluja. Oh, das ist großartig, das ist toll. Ich denke, als Pastor braucht man auch ein paar Momente der Entspannung und
Ja, selbst in der Südhalbkugel, Brasilien, Paraguay, da sind noch ganz andere Moskitos am Start und ich die auch einsetzen können. Vielen Dank. Sehr gerne. War mir immer eine Freude, eine Ehre, mit euch als Super Ranger unterwegs zu sein. Das war immer Hammer. Danke. Ja, danke. Danke, Matthias. Genau, wir schließen uns mal an von deiner Gemeindeleitung, von deiner Gemeinde insgesamt. Du hast jetzt gerade keine Hand mehr frei. Ich sehe, du machst gerade eine Hand frei. Wunderbar. Genau, das kann man auch an einer Hand tragen. Also, das hier ist nicht das, wofür man es beim ersten Blick hält. Es ist nicht nur einfach etwas für den Genuss, sondern das ist ein Abendmahlskit. Also, du hast ja sozusagen als Geistlicher jetzt die Lizenz zum Abendmahl austeilen. Und genau, wir haben so eher für den kleinen Rahmen, also auch so relativ flexibel, transportabel für irgendwelche mobilen Gelegenheiten, haben wir ein kleines Abendmahlskit für dich besorgt. Gottes Segen dir. Vielen Dank. Oh, Matthias. Bin ich so überwältigt. Ganz toll. Danke, ja, das werde ich tatsächlich brauchen können. Danke, Johannes. Sehr schön. Sehr lieb. Gut, also da wir im Moment noch nicht richtig feiern können, das holen wir irgendwann mal nach. Feiert schön zu Hause, einen gesegneten Sonntag euch noch. Und ich gebe zurück an die Studios in den Wohnzimmern und an die Regie in den Wohnzimmern. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss. Paz, meus amigos. Ciao, ciao.